Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wie geht's euch heute? Ja, wir sind jetzt gerade wieder unterwegs und aua! Womit habe ich das verdient? Ach, das weiß ich auch nicht. Such dir was aus. Ja, wir hatten beim letzten Mal, besser gesagt, ich hatte beim letzten Mal angefangen, hier alles auszukleiden. Und der Pnüx, ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ich habe das vollkommen vergessen. Ich habe schon ein bisschen her in der letzten Folge angefangen, Diorit und Granit zu sammeln, Ja, stimmt, damit für ich deinen den Leuchtturm. Leuchtturm bauen kann. Und Genau. beim letzten Mal bin ich noch auf eine Mine gestoßen und die werde ich mir jetzt noch mal genauer anschauen. Keine Mine, eine Höhle. Und das ist eine große Schlucht und die sah recht vielversprechend aus, weil überall an den Seiten wirklich Items waren. Und da will ich jetzt noch mal weiter gucken. Scheiße, ich muss noch Hört mal sich gut zurück. an. Ich hab nichts zu essen dabei. Ich schätze mal, auch im kommenden Jahr wird dann beim Alter, dieser Husten, wird beim Pnüx auch dann das Ganze gestartet werden mit Aufnahmen und so weiter. Denke ich mal. Ja, genau. Muss ich Ja. mir nur noch eine neue Festplatte holen, weil meine dafür nicht ganz so ausreichend ist, sage ich mal. Ja. Das kriegen wir aber hin. Unser Händler des Denke auch. Vertrauens ist zurzeit leider immer noch krank. Vielleicht kennt ihn auch Ja. jemand von euch, Xanjin TV, der nur Livestreams bei Twitch macht. Ist auch ein cooler Dude. Könnt auch mal vorbeischauen bei ihm. Ja. Ich denke mal, ich werde das so machen. Ich werde jetzt hier die ganzen Erdblöcke abbauen und alles und lasse es mit dem Rand der Mauer von dem Haus abschließen hier, die Seite. Das kannst du machen. Hattest du eigentlich Brote hergestellt? Nein, ich hatte das alles wieder verfüttert, ich Idiot. Ich hab's Ich vergessen. hab mir jetzt Karotten zum Essen mitgenommen. Ja, davon haben wir auch viele. Ja, ich habe ein ganzes Steak mitgenommen. Ich habe gestern noch mal kurz ein bisschen hier gespielt, weil mir Ja. langweilig war. Dabei habe ich Ja. diese Höhle gefunden. Da habe ich erstmal meine Helligkeit ein bisschen hochgedreht, weil ich zwischendurch keine Fackeln mehr hatte. Ja, es kommt mal vor. Ja. Naja. Dadurch verschafft man sich ja nicht einen Vorteil, man spart nur ein bisschen Fackel, von daher. Ja, man spart sich Sollte Ressourcen. das alles, ja, sollte das alles vollkommen legitim sein. So. Au! So, ich brauche wieder neue Akazienholzbretter. Da musst du wohl erstmal Akazien abholzen. Ja, weil ich habe keine andere Chance. Ich muss. Jetzt wäre die Mod geil, wenn du mit der Axt den Baum abbaust, dass gleich alle Dinger wegploppen. Ja, yep, das stimmt. Vielleicht wird es das nächste, was ich hinzufüge. Dann nach und nach aufbauen. Stück für Stück. Ups, was mache ich? Oh.
Oh, ich habe hier noch Weizen bei mir. Ich hätte ja Brot machen können, merke ich gerade. Tja. Oh, das wird ein ekelhaftes Farmen gerade. Das Holz. Hm. Ja, die Akazienbäume lassen sich halt manchmal echt scheiße abholzen. Ja. Sagen wir es mal so, sehr bescheiden. Aber optisch gesehen finde ich halt die Akazien recht schön. Also das Holz, was die geben. Und Weil es es kein war helles und kein damals. zu dunkles Holz ist. Ja, genau. Oh, was war das? Oh, Eisen. Alter, ich hab's nicht mehr drauf, ey. Bezug auf was? Ich versuche die ganze Zeit einen Block unter mir zu setzen und hochzuspringen und es hat nicht geklappt. Ne? Ich habe den Block halt im falschen Moment andauernd gesetzt, ey. Oh, hier ist ein Schäfchen. Ich habe Gold gefunden. Ja, sehr geil. Wie komme ich dran? Ich denke mal, das Akazienholz, die 52 Stück, werden mir jetzt erstmal reichen, um die Seite weiter zu verkleiden. Ich werde dann auch in den nächsten Zügen, damit die Zuschauer auch wissen, was ich vorhabe, das Ganze dann auch wirklich anfangen als ein Haus zu bauen, dass wir sozusagen bald unser, ja, das Nebengebäude sozusagen verschließen können. Ach Scheiße, was mache ich denn da? Und unsere Nether-Warzen-Farm und unser Buchraum. Den werden wir jetzt erstmal wahrscheinlich wohl oder übel da lassen. Ja, das finde ich aber gar nicht so schlimm, dass das Ach, was mache ich denn vorübergehend da? erstmal dort bleibt. Ja. Ja, Weil das stört ja da halt gar nicht. der Vorteil ist halt einfach, wir müssen nicht nochmal Bücher farmen. Und Ressourcen aufbrauchen, die wir jetzt zurzeit nicht haben. Ne? Ist richtig. Ich würde sagen, ich mache die Leiter jetzt schon weg. Nee. Nein, ich klatsche die Leiter nochmal an die Wand. Ups. So, die Leiter ist wieder da. Ich werde jetzt gleich anfangen, das eine Stockwerk zu schließen, Ja. sodass wir schon mal, ja, ein oberes Stockwerk haben. Eins, zwei, drei, vier. Wenn ich mich nicht falsch erinnere, hatte ich gesagt, wir machen es fünf Blöcke hoch, den Raum, ne? Ich meine ja. Ich meine, das hätten wir gesagt. Und dann wollte ich die Erdschicht vorne leicht abtragen, ne? Genau. So Terraforming-mäßig. Genau. Oh. War doch nicht so geil, die Schlucht. Bin durch. Okay. Wow, Mini-Zombies. Oh nö. Oh. Oh. Scheiße, ich glaube, ich werde sterben. Ach Mann, was mache ich denn da? Schon wieder.
versetze als die Steine, also die Holzblöcke, ich setze die als falsch. Oh, ich Ja, bin im nicht Endeffekt wird gestorben. das dann auf der Höhe bis zum Ende durchgezogen werden. Ich denke, dass ich in der Mitte des Raumes sozusagen ein Loch im Boden lasse, so ein Akazienholzzaun dahin baue, dass man so in den unteren Stock, also in dieses untere Stockwerk hineingucken kann. Ja. Unsere ganzen Öfen würde ich dann auch wirklich auf dieses Stockwerk, wo die Wasserebene ist, nehmen. Um da unten dann halt wirklich diese Trennung zu machen. Das ist ein Lagerraum. Der mittlere Raum wird dann der sozusagen Arbeitsraum. Später mit den Modpacks dann wahrscheinlich auch der Speicher für Energie, falls wir das dann dazu holen. Dass wir unseren Strom in diesen Raum einspeisen und von da aus dann weiter nach oben legen. Oder brauchen wir ja gar nicht, sondern in diesem Stockwerk einfach lassen, weil das ist ja der Arbeitsraum. Und oben dann halt, ja, die privaten Räume, so Schlafraum, Bücherraum, Küche sozusagen mit ein paar Utensilien und so. Wird mega nice Können wir werden, denke ich machen. mal. Ich denke, das ist ganz gut, ja. Ja, ich werde auf jeden Fall sehr viel Akazienholz brauchen. Ja, Holz ist, dadurch, dass Ja, wir die. dieses Lager gebaut haben, halt relativ rar. Genau. Vorerst. Genau. Was ich halt denke, dass wir auch rohes Akazienholz im oberen Teil des Hauses machen, sodass das aussieht wie so ein ja, Fachwerkhaus. So ähnlich. Dass man am Außenbereich sozusagen die großen Stämme hat. Und ab und zu die großen Stämme auch durchlaufen. Das wäre bestimmt Könnte mega man nice. machen, ja. Weiß jetzt nicht, wie viel Stacks ich verbraucht habe, aber ich glaube, wir sind bei. Insgesamt für die ganze Wand sind wir, glaube ich, bei. Wenn ich mich nicht irre, 7 Stacks. Ja, das könnte hinkommen. Durchaus. Plus 3 Stacks jetzt noch nachträglich hinzugefügt. Also der Baum muss leider weichen. Ach du Scheiß-Skelett. Er ist runtergefallen, sehr gut. Das sind doch die Lieblingsskelette, die einfach runterfallen und Ja. nichts machen. Oh shit. Creeper. Glaube, dass ich meine Grafikeinstellung. Doch, Helligkeit ist immer noch auf hell.3D-Effekt, was ist das denn? Ja, dann kriegst du diese Rot-Blau-Sicht und hast dann so ein leichtes 3D, so ein Mini-3D. Also ist kein echtes 3D eigentlich, wenn du es so siehst. Okay. Ausprobieren. Kann das was? Oh, nicht, nee, ohne diese Rot-Weiß-Brillen kriegst du so oder so nichts zu sehen. Oh ja, stimmt. Da sagst du was. Ich hatte mal eine.
Ach Mann, ey. Zombies sind mir so oder so die Liebsten, ey. Kannst du Zombies richtig finde geil. ich gar nicht schlimm, aber diese Mini-Zombies, ne? Oh, die gehen Ja, mir auf den Senkel. die gehen einen nur richtig auf den Sack. Oh, schon wieder ein Creeper, das gibt's doch nicht. Ist Nacht oder was? Ja. Wollen wir schlafen legen? Können wir gleich machen. Weißt du, das Geile ist, du machst sogar so einen Rundumschlag und du triffst mehrere Mobs. Mehrere, ja. Was? Das ist nice. Das habe ich vorher gar Das nicht ist schon so ziemlich geil, beachtet. ja. Das habe ich gar nicht so beachtet. Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh. Ach du scheiß Creeper. So. Sieht vollkommen natürlich aus. Ach nee, die Schicht Erde wollte ich doch abtragen. Ich bin so blöd. Aber ich finde auch gerade echt keine Items mehr, ne? Schrecklich. Ja. Schlucht war im Grunde voll Kacke. Und das jetzt, was hier, wenn ich mich so weiter durchgrabe. Alles Alter, klar. lass uns mal kurz schlafen legen. Ja, Oh nee, warte kann ich gar sofort. nicht. Hier ist ein Monster. Sag Bescheid, wenn es geht. Na, ich warte. Jetzt. Okay. Nein, du kannst nur nachts schlafen. Jetzt ist tags, Alter. Willst du mich verarschen? Alter, ey, fick dich. Entschuldigung, Zuschauer. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich entschuldige mich für mein unsittliches Verhalten. Wo ist mein Für Zeug? dein was? Hier. Zu meinem unsittlichen Verhalten. Warum warst du denn unsittlich? Unsittlich. Ich Ja, hab eine wann war. Beleidigung ausgesprochen. Gegenüber wem? Ich weiß es nicht gegenüber wem, aber ich habe grundsätzlich was Falsches gesagt. Echt? Ja. Bin ich nicht mitgekriegt. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber. Scheiße. Oh nein. Weißt du, was mich gerade anguckt? Eine Hexe. Ein Enderman! Nee, eine Hexe. Ich bin vergiftet. Warum kann denn die Scheißhexe überleben? Ich werde abkratzen. Oh. Boah, wie viel Redstone ich hier einfach finde. Übel.
Ich habe gerade eine Redstone-Ader im Prinzip gefunden, ne? Da sind beinhalb Stacks Redstone drin gewesen. Okay. Hast du auch schon einiges an Level jetzt gemacht, wa? 40. Hört sich gut an. So, ich muss jetzt was Also ich machen. kann schon hoch verzaubern. Muss mein Headset nämlich mal an den Akku schließen. Oder an den Noch mehr Strom Redstone. schließen. Weil sonst höre ich gleich nichts mehr. So, Ja, das wäre schlecht. ja, das tutet mir schon seit mindestens 5 Minuten einen vor. Da hat mir jemand im Steam geschrieben. Echt? Ja. Laut Anzeige noch 11 Minuten. Lapis. Ja, ich schau mal ganz kurz, was da geschrieben wurde. Mach mal. Oh, weiter geht's. Man hat mich gefragt, wie mein Kanal heißt, für den ich jetzt hier gerade die Aufnahmen mache. Warum wurdest du dann bei Steam angeschrieben? Weil das jemand ist, der mich von früher kennt und nicht weiß, dass ich das mache, was ich mache. Ach so. Der war jetzt mal interessiert. Ja. Setzen wir noch ein paar Setzlinge hier hin, dass schön neue Bäume wachsen können. Wir werden sie brauchen. Ja, sonst haben wir ein Problem. Eben. Das funktioniert nicht. Ach, da wo Pflanzen sind, kannst du ja nichts hindingsen. Das ist ja scheiße. Echt? Ja, wenn da so eine Blume ist, dann kannst du da nichts hinsetzen. Macht Also ja keinen Sinn. Stein oder Ist so. ja der Platz schon belegt. Ja, aber du könntest ja sozusagen die Pflanze kaputt bashen so. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Komm, ich möchte nur ein paar Diamanten finden, Leute. Aber die Dias wollen nicht so, wie ich will. Leute, das war Skill, ja. Was hast Das du wird. gemacht? Ich stehe auf der Plattform, die ich bisher gebaut habe, und laufe von links nach rechts sozusagen und baue die Plattform immer weiter. Und ich habe
vergessen, dass die Plattform auch irgendwann aufhört. Bin einfach von oben runtergeklatscht. Ja, gut. Und schon wieder, Alter, das gibt's ja nie. Ja, diesmal war es meine eigene Dummheit. Eben auch, ja, aber. Ich wollte gerade sagen, war es das etwa eben nicht? Oh nee, Enderman. Enderman, ich guck dich nicht an, ich guck dich nicht an, ich guck dich nicht an. Die waren echt früher, also was heißt früher? In alten Versionen waren die echt lasch, ne? Ja. Aber Seite 1.12 sind die, ich glaube Seite 1.12 ist es, dass sie ziemlich stark sind. Ja. Ich weiß es Und nicht, sollen also sie ich habe das eigentlich jetzt auch nicht so, sein. ich habe es jetzt nicht unbedingt so verfolgt, aber oh Scheiße. Egal. Lassen wir den Eimer da. Aber ich habe halt ein neues Projekt von anderen YouTubern gesehen. Da wurde einer direkt von einem Enderman platt gemacht. Ja. Weißt vielleicht, welches ich meine? Nö. Nicht? Skyblocks von mehreren YouTubern zusammen. Ach so, ja doch, da hatte ich den Anfang mal ganz kurz reingeschaltet, aber es hat mich nicht interessiert. Es sind so viele dabei, erstens kenne ich sie nicht und zweitens sind da auch zwei dabei, die ich nicht leiden kann. Okay. Wer sind die zwei? Mal so fragen darf. Wie heißen sie denn jetzt nochmal? Weil ich Tut mag mir. diesen komischen, wie heißt denn der Schreihals da nicht, der da Kev? mitmacht. Ich weiß nicht, wie der Meinst du heißt. Kev? Dreihals? Ja, Jay. der. Nee, der hat so nebenher die ganze Zeit rumgebölkt und so. Und ich hasse das, wenn einer die ganze Zeit hier einen auf ich bin aggressiv macht, nur mal, dass er Klicks kriegt. Weißt du? Wenn du was machst, machst du es ordentlich, aber nicht hier die ganze Zeit irgendwie so ausrasten. Ist in der Videobeschreibung dabei. Also auf jeden Fall, wen ich auf jeden Fall schon mal gar nicht leiden kann. Und der ist dabei, das ist Evive. Evive HD. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Na gut, hast du auch echt nichts verpasst. Und das andere ist eindeutig Zinus. Zinus mag ich nicht. Ja. Der Schreihals, der könnte wahrscheinlich Revi gewesen sein oder Petrit. Der auch solche Schreihälse. Glaube eher, dass es der Revi war. Oh, den mag ich aber, finde ich gut. Der ist sympathisch. Oder wie er sagen würde, sympathisch. Sympathisch. Sprachfehler oder was? Ja, der sagt auch. Der spricht da so ein SCH, oftmals wie ein CH aus. Der verschluckt das S da drin. So. Sympathisch. Okay. Es ist Immer mal ein mindestens genauso bisschen schlimm Clean wie Stone. Leute anstatt Chemie, Chemie sagen oder Chemie. Ah, Chemie. das hasse ich. Das hasse ich. Also Chemie oder Chemie ist in Ordnung, ne? Aber Ja, das ist Chemie. noch. Leute, die Chemie sagen, boah. Alter, da könnte ich echt kotzen bei sowas. Wirklich. Ich hasse das wie die Pest, wenn einer Chemie sagt. Kann ich auch nicht leiden. Dieses Schrecklich. Wort, also die Kombination C und H ist nicht dafür da, um daraus ein K zu machen. Ne. Diese Kombination soll ja dafür sorgen, dass das Wort sich, also dieser Buchstabe Naja, sich gut. weicher anhört. So kannst du es ja auch nicht sagen, weil Charisma wird auch mit CH vorne geschrieben. Sonst wird es ja auch Charisma oder Ja, Charisma. Aber bei dem ja, Wort Chemie ist einfach falsch. Das heißt Chemie oder Chemie. ja, aber es ist, das Problem ist ja so, jedes Wort mit CH hat seine eigene Aussprachart. Sag ich mal, ne? Und Ja, jedes kann natürlich. ja anders ausgesprochen werden. Oh, nein! Geh weg. Geh weg. Oh, Geh weg. nein. Geh weg. Hau ab, du Scheißvieh!
Mich verfolgt ein Mini-Zombie. Doch, sie sind so schrecklich. Ich hatte gerade eben drei Stück davon hinter mir her. Ich hatte noch ein Herz. Oh, Entschuldigung, liebe Zuschauer. Er musste raus. Aber übrigens, mein neues Auto steht vor der Tür. Echt jetzt? Ja. Digga. Du bist jetzt über Pro. Wie würde der Echte sagen? Nagelneuer Benzer. Ja. So ein Schmock, Alter. Aber er ist gar nicht nagelneu, ist gebraucht. Ja. Aber für mich ist er nagelneu. Nein! Was hast du gemacht? Ein Creeper hat sich neben mir in die Luft gejagt. Weißt du, was geil Aber ist? ich finde, die Explosionskraft der Creeper hat nachgelassen, so ein bisschen. Soll ich dir mal was sagen, was viel geiler ist? Er hat nur zwei Blöcke Cobblestone, also Stone kaputt gemacht und alles andere war intakt. Er hat Ja, das genau ist auf dem gut. Das ist Holzbalken gut. gestanden. So. Ich mache jetzt nur die Hälfte. Ungefähr, das ist ungefähr die Hälfte. Oh, du scheiß Spinne! Ewig. Denn wenn ich das jetzt gleich komplett zumache, haben wir ein ganz großes Problem. Dann spawnen uns die ganze Zeit Monster da drinnen. Da habe ich keinen Bock drauf. Also Fackeln setzen. Fackeln sind ja da. Ja, da musst du noch mehr Fackeln setzen. In der Was ich jetzt Kramkiste sind noch gedacht Sticks. habe, dass das jetzt dann ungefähr. Redstone. Redstöne. Fuck, ich habe falsch angefangen. Wir haben mal wieder dafür eine Höhle zu finden, Mensch. Ja. Dieses Strip Mine geht mir auch so langsam auf den Senkel. Was sagt denn dein Timer? Ein Timer für was? Ach so. Warte. Der sagt noch eine Minute. Okay. Dann würde ich eigentlich mal behaupten, dass wir am Ende der Folge angekommen sind. Ja, Oder? ich mache jetzt nur noch gerade hier unsere Terrasse fertig. Ja, ich will auch noch mal zurückkommen und mir das Ganze ankicken. Ja. Wie das denn jetzt ausschaut. Ich baue jetzt nur noch gerade diese eine Seite ab. Ja, hier ist nichts. Dann komme ich jetzt mal zurück und dann gucken wir uns das nochmal an und dann machen wir die Folge zu Ende. Ja. Kann sich nur um Jahre handeln, bis ich da bin, ne? Da, 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 da. Oh, jetzt kriege ich einen Ohrwurm. Wovon? Da, 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 der Bram ist inkompetent. Da, 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 Ja, da. Njong. Oh, habe mich doch schon ganz schön weit gegraben. Muss dir dann mal mein Dings angucken. Kannst du im Moment schlafen? könnte ich machen, ja. Mach mal. Ich will nicht im Dunkeln da durchlatschen.
Es ist so scheiße, dass ich meinen Namen da lese, dass ich erst von einem Creeper und direkt danach von einem Skelett gekillt wurde. Oh Mann. Naja, dass du dich das Skelett gekillt hast, war ja auch im Prinzip egal. Da hat's ja weder Ja. Level dann noch und so. Das ist ja nicht so schlimm. Oh nein, Mini-Zombie, Mini-Zombie, Mini-Zombie. Auch nicht du schon wieder. Hau ab! Sau. Und das Spinnchen. Ich weiß nicht, ob du das Haus hinten mit dem mit der Glasfront abschließen willst. Oder doch eher nicht. Oh, warte mal. Würde das eigentlich eher mit Fenstern machen. Ein bisschen komisch gebaut kann das sein. Der Hörst du einen mich? Seite. Ja. Ich höre dich nicht. Scheiße. Warum nicht? Mein Headset ist gerade echt ausgegangen. Was ist das für ein Scheiß? Oh, jetzt geht's wieder. Jetzt ist es wieder an. Gut. So, wolltest du Also es mit der... du hast das Ding eins weiter nach hinten gesetzt. Verstehe ich das richtig? Das war's? Geländer. Nein, nein, das stand da. Immer. Okay. Das hier ist ja eins weiter. Ach so, das ist nur deswegen. Ja, okay, ja. Also ich persönlich Ja. hätte jetzt gesagt, der Zaun war ja nur dafür da, dass da keine Mobs von draußen drauf kommen im Genau. Prinzip. Ich würde jedoch keine reine Glasfront machen. Obwohl man das auch machen könnte, würde sich ja anbieten, das zu verlängern. Ich würde Aber aber sagen, ja. dass ich unter der Glasfront trotzdem ein bisschen Holz, sozusagen, dass man das als Trennlinie sieht, machen würde. Sozusagen vor die Mauer einfach Glas setzen. Also so, dass die Glasfront hochziehen, aber dieses hier, was da oben ist, das da lassen. Ja, Verstehe ich das als meine? Trennung, als Trennung, Ja. als Decke. Ja, sicher, Ja. klar. Könnte man so machen, auf jeden Fall. Und du kannst ja auch verschiedene Bereiche einfach auch komplett zumachen und einfach nur so Luken offen lassen. Und trotzdem eine Glasfront innen dran machen. Na klar. Sieht witzig aus, bestimmt. Aber das da hinten, wo, was du da siehst, soll unsere Terrasse sein. So eine kleine Terrasse so. Ja. Im Moment Was? sehe ich nichts. Ja, du bist unten drin wahrscheinlich, ne? Jo. Im Ah, du machst Lager. dir gerade Clean Stone. Ja. Sehr schön. Wir haben mir gedacht, ein paar Cleanstone muss mal gemacht werden. Also ich brenne hier ganz gut was. Sehr geil. So, ich will erstmal einsortieren. Erde hatte ich doch. Naja, hallo, liebe Leute. Wir haben die Folge auch wieder ein bisschen überzogen. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüsselü.